Es wird mal Zeit. Vielleicht haben die Entwickler jetzt irgendwas reingemacht. Auf jeden Fall hat das Game eine Extension bekommen. Extension insofern, anscheinend geht das Spiel hier noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht genau wie, wo, aber das Ending wurde jetzt abgeändert. Und das werden wir uns heute natürlich mal so ein bisschen reinziehen. Ja, müssen wir halt mal sehen, ne? Was ist mit dem Baby jetzt hier? Leute, sollen wir das Outfit schwarze Katze anziehen oder nicht? Was meint ihr? Na, mein Bester? Hallo? Wie geht's denn dir so? Ich packe ihn mal auf den Ofen. Ganz entspannt. Leute, vielleicht... Was hattest du da gerade im Auge? Reicht mir mit dir. So, ich nehme die Flasche. Das Baby hat genug Toast noch hier. Leute, Bottle Flip. Digga, der Meister, pass auf. Oh. Oh, hier hat jemand Geld fallen gelassen. Mann. Danke erstmal für 2 Euro. Die Alerts sind voll cool. Bro, da kommen jetzt bald noch viel, viel mehr. Ich will einen Bottle Flip schaffen, ne? Let's go. Verdammt. Let's go. Nein, ich hatte es fast. Oh, los. Ah. Okay, hier vielleicht den Bottle Flip. Mm-mm. Ja, okay. Nee, das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Ich packe sie einfach hier hin. Sollen wir das nehmen? Also, ich würde sagen, eine 1 in den Chat, ne? 1, 2, wenn nicht. Also, ich ziehe das Ding jetzt dem Baby gleich an. 1 in den Chat, wenn wir es machen sollen. 2, wenn nicht. Okay, die meisten sagen 1. Kommen so viele 1 jetzt direkt. Okay, machen wir. Was ist denn das für ein Katzenoutfit? Wusstest du eigentlich, dass ich eine Katzenallergie habe? Mein Bester? Ich habe eine Katzenhaarallergie. Und ich sag dir mal, wie ich damit umgehe. So nämlich. Runter mit dir. Da spüle ich auch gleich mal nach, ne? So, ich hol mir erstmal die Seele. Junge, ey. Auch manchmal wieder so. Muss ich sein, ne? Was haben wir hier alles? Ah, ja. Ein Löffel? Chat? Was ist das für ein Löffel? Das ist ein neues Item. Das kenne ich noch nicht. Hä? Was zum... Da ist ein neues Item drin. Sehr interessant. Es hat sich hier tatsächlich noch was geändert. Okay. Du kannst Geheimnisse im Pausenmenü... Ja, warte mal. Also da hätte ich ja gerne den großen Kopf auch erstmal, ne? Der ist vom Baby halt auch viel lustiger. Oh, oh. Hat er geweint? Warte mal. Ich zieh den mal jetzt mit dem Kochlöffel über, ne? Hallo, mein Kleiner, was denn los? Oh, Junge, was ist denn mit dir passiert? Oh, Brudi, es tut mir leid, weißt du? Warte mal, ich setz dich da mal richtig rein. Musst du Kacki machen? Musst du Kacki machen, mein Kleiner? Okay, so? Perfekt. Gefällt dir das? Ja, Leute. Also, ist in Ordnung. Ich hab's nur noch nicht so ganz raus, was das hier mit... Was hat das mit diesem Löffel aus sich? Ich bin mir nicht sicher. Saugen mal das Essen hier rein. Lacht der Kleine? Nee, ne? Kollege? Du hast hier nichts zu lachen, Mann. Ich spül dich jetzt runter. Und da habe ich dich gefangen. Alles Gucci. Okay, Leute, der Bottle Flip lässt immer noch auf sich warten. Jetzt. Nein! Oh, fast. Mann. Meinte, ich krieg das Ding hier durch den Basketballkorb? Lass mal gucken. Hat geklappt. Muss ich sagen. Oh, Schwierigkeitsgrad erhöht sich. Warte mal, können wir das Baby vielleicht mit Hilfe des Kochlöffels da rein tunken? Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Warte mal. Geht nicht. Ist einfach nicht möglich. Was ist das denn? Können wir die Vase nehmen? Auch nicht. Hm. Dann muss das Baby wohl nochmal da reinwerfen. Und tschüss. Und ich habe gesagt, tschüssi. Wird noch nix? Chat, noch nix? Ja. Ach, rein da jetzt. Der Kopf, der passt da doch gerade mal so durch, oder was, ne? Ja, clean. Easy. Das wollte ich einmal erreichen. So, der hat jetzt Pupsi gemacht, ne?
Dankeschön. Vielen Dank. Sorry, habe nämlich Secret Video von Chapter 2 gesehen auf dem Kanal. Aha, auf welchem Kanal, Bruder? Kannst du mir gerne mal auch auf Discord dann schicken. Gerne, gerne. Was? Ja, hier, Wickelunterlage, ne? Ich glaube, da war was. Hast du den Kochlöffel geklaut und dich dann hier hingesetzt? Mach ich dir mal die Windel voll. Gehen wir mal nach oben, ne? Machen wir mal eine kleine Wäsche noch. Du bist ja dreckig. So, ne? Machen wir mal voll, volle Waschladung. So, perfekt. Oha, Junge. Wenn die Waschmaschine explodieren würde, wäre es sehr sexy. Würde ich sehr, sehr feiern. Ja, mein Kleiner. Ist das mit dem Gamesound hier nicht ein Ticken zu leise? Doch, dürfte passen. So, wir könnten jetzt die Geschichte lesen. Ich packe ihn erstmal ins Bett, weil ich sehe es jetzt aktuell auch noch nicht ein, ihm das Buch davor zu lesen. Ja, wir machen erstmal die Leiter runter und wir gucken mal. Das ist ja jetzt die schwarze Katze, der Teaser auf das Chapter 3. Schau genauer hin. Boah, ich liebe diese Musik, ne? Wir schauen mal genauer hin, Leute. Ich denke, wir kriegen einen Einblick in diese Welt. Ich hätte halt eigentlich ganz gerne mal mein Hacking-Tool hierfür gehabt. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ne? Bin ehrlich. Oh, hier hat jemand Geld fallen gelassen. Dankeschön, Eddie, für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für 12 Euro an Dutch Vandeli. Hast du schon den neuen FNAF-Trailer gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich glaube, ich darf nicht drauf reagieren, sonst gibt's Copyright-Probleme, safe. Der Film sieht heftig aus, ich bin ehrlich, werde ich mir auch im Kino reinziehen. Leute, also auch mal ganz kurz an vielleicht gerade Eltern oder Leute, die ein bisschen älter sind, ne? Das alles basiert auf dieser CGI-Technik und seitdem ich Mario geguckt habe, habe ich da rein investiert. Ich kann es euch nur ans Herz legen, das wird Filmzukunft werden. Also falls ihr ein paar Taler überhaupt investiert in sowas, weil diese Animationsfilme, die haben unglaublich großes Potenzial und der Mario-Film, der hat mich umgehauen. Das ist der, glaube ich, so der zweitbeste oder wenn nicht sogar der beste Film, den ich je gesehen habe. Okay. Da ist die Katze und die ist weg. Die schwarze Katze nähert sich. Und jetzt merkt ihr schon, irgendwas verändert sich. Junge. 26.05. Aber ich krieg's früher. Yes. Voll Bock. So, runter. Okay. Dann werden wir mal dem... Brudi, du... Dein Kopf ist da mitten in dem... Ach, Mann. Leute, was soll ich sagen, aber... Willst du das Plüschtier nehmen? Was geben wir dem denn alles? Was wäre denn, wenn der mit Kochlöffel schläft, Leute? Vielleicht hat sich das Babyproblem von selber erledigt. Gucken wir mal. Wenn ich den Kochlöffel finden würde. Ach, da ist er. So, einmal nach oben damit. Ich würde ja halt sagen, der ist so für eine Suppe, die man umrühren kann, ne? Aber wo soll man... Wo soll man das umrühren? Was sollen wir mit dem machen? Okay. Ich lese mal das Geschichtenbuch vor. Soll ich Geschichte vorlesen? Können wir so machen, ne? Also, das hier mit Bezug auf Chapter 3. Guckt euch mal den Hintergrund an. Ja? Also, der Hintergrund ähnelt sich ja so ein bisschen... von dem, was wir eben in den Sneak Peeks gesehen haben. Und auch hier, Leute, das Tor. Tatsächlich ist das die Welt, die wir gesehen haben. Wir werden also in
den Traum in diese mysteriöse Welt von dem Baby reingezogen. Und der macht ja in dieser Welt alles kaputt. Und die Katze zum Beispiel und die Schafe und so, das sind seine Freunde, also auf Krampf. Ne? Also es sind nicht seine richtigen Freunde, aber mit denen macht er da so die Welt ein bisschen unsicher und er zerstört da halt immer alles. Und das werden wir in Chapter 3 natürlich auch sehen. Ja, gucken mal weiter auf dem Sofa, ein bisschen Fernsehen und können wir auch mal eine Runde. Oh Mann, da will man einmal kurz pennen im Stream und dann ist das Baby wieder wach. Ach, na sowas. Die Tür geht von ganz alleine auf, okay. Und das Baby... Das ist ja gar nicht das Baby. Warte mal ganz kurz, wo ist denn es? Hat der hier ein Herz hingebaut? Nice. Hallo, mein Kleiner. Was läuft denn hier unten? Ha? Hast du einen Albtraum gehabt oder was? Eine ja? Hübsche Dono. Warte kurz, ich muss einer Flöte zuhören. Vielen Dankeschön. Poppy Playtime oder Baby in Yellow? Baby in Yellow. Absolut. Das ist mein All-Time-Lieblingsspiel. Das erste Video hat dieses Jahr auf meinem Kanal 1 Million Aufrufe erreicht. Also ein Video. Mein erstes Video hat über 1 Million Aufrufe. Dreimal darfst du raten, welches Spiel. The Baby in Yellow. So. Wir sollen das Baby ins Bett bringen. Naja, also wie wäre es, wenn wir das jetzt erstmal ganz kurz noch ein bisschen füttern? Mit einem, Leute, ihr wisst schon, was ich meine, mit einem verdammten Käsebrot. Perfekt. Da hast du dein Käsebrot. Klappe, Mann! Und dann passt es. Okay, er lässt es einfach fallen, mitten auf dem Weg. Ich mach das auf jeden Fall nicht weg, denke ich. Und so wie es aussieht... Jo, was ist das denn? Du nimmst jetzt den Kochlöffel. Auch nicht. Bringt nichts. Vielleicht ein Schachstück, auch nicht. Wir müssen das richtige Plüschtier ins Bett legen. Ich glaube, das war die Katze, ne? Ja, jetzt ist der wieder... Jetzt ist wieder alles Gucci. Na denn, geh mal wieder auf dem Sofa eine Runde chillen, Leute. Hallo, ich bin das erste Mal dabei. Kitty, schön, dass du dabei bist. Kuss. Jetzt geht's endlich. Schlafenszeit. So, bis hierhin ganz gut, aber das Ending wird sich auf jeden Fall noch zeigen. Denn da hat sich einiges getan, meine Freunde. Und ja, wir werden uns bis dahin durchskippen. Also wir müssen bis dahin auf jeden Fall ein bisschen durchskippen, sag ich mal. Wir haben hier die Möglichkeit, Schwarz-Weiß einzustellen. Das mache ich gleich mal kurz. Oh, hier hat jemand Geld fallen gelassen. Jetzt sind wir wieder in Nacht 2 und das Baby guckt Fernsehen. Ich mache jetzt erstmal den Kopf wieder normal. Ich könnte auch Minecraft-Grafik spielen, wenn ich Bock hätte. Leute, was soll ich denn sowas sagen? Also, warum macht man das? Weißt du? Es gibt immer so unnötige Features teilweise. Warum denn Ultra Low Definition? Wer will denn das zocken? Mann! So, wir nehmen den verdammten Aal jetzt mal hoch und wir sollen hier was aus dem Kühlschrank holen. Wow, alles okay bei dir? Digga, ich wusste gar nicht, dass da ein Ventilator... Leute, Chat, wer hat den Ventilator in Müll gepackt? Wer war das? Wer hat da einen Ventilator reingelegt? Wer war das von euch? Nee. Ich, alle so... Bro. Wo ist die Flasche? Ist die Flasche jetzt echt weg? Habt ihr das gesehen? Hä? Sag mal, was machst denn du da? Nimm die Flasche und halt die Klappe, ey. Baby zum Wickeltisch. So, bis hierhin. Alles optimal. Ich muss eine Windel verfolgen. Ich muss schon wieder eine Windel verfolgen.
Ha, guck, ich kann sie gar nicht nehmen. Ich bin eigentlich schneller als die Windel. Nice try. Nice try. Ich bin genauso schnell wie du. Okay, ich weiß genau, wo er jetzt hingeht. Der wird hier oben an der Ecke ein bisschen chillen. Und bam. Nehme ich mit. Allerdings haben wir hier noch die Seele. Jetzt kann ich die Spielzeugkiste aufmachen. Da gucken wir auf jeden Fall nochmal rein. Die Uhrzeit ist es 0 Uhr 0. Genau 12 Uhr Mitternacht. Dezember steht hier. Brauche ein Babysitter? 3. Juni? Was bedeutet das, Leute? Was bedeutet das am 3. Juni? Passiert hier irgendwas? Telefonnummern sind hier auch, aber ich glaube, die sind also unnötig. Was ist das hier? Die Zeitung habe ich noch gar nicht so betrachtet. Seht ihr das hier? Wer hat denn das gemalt? Das sieht so aus, als wäre das Baby, als würde es sich verwandeln. Sehr interesting. Okay, da dachte schon, hä, das Spiel kommt erst am 26.05. raus. Nein, das kommt am 26.05. Ich bekomme das Spiel früher. Ihr werdet es bei mir am Montag sehen, aber raus kommt es erst am Freitag. Wir werden die ganze Woche The Baby in Yellow machen. Könnt ihr euch schon freuen. Ich bekomme das Game am Montag und am 26. kommt das Spiel raus. So. Wir nehmen das Baby mit, wir sollen es wieder ins Bett bringen. Hell no! Hell no! Nein, nein, nein! Der Fahrstuhl ist noch kaputt. Verdammt. Tja, Bro. Was soll ich sagen, Bruder? Aber warum ist denn das Ding jetzt schon wieder zu? Okay. Snow. A curiosity in July. Following such a sweet spring. Ich muss da nochmal hoch. Ich muss mal gucken, ob da noch irgendwas anders geworden ist. Okay, ich kann da einfach ganz normal wieder rein. Okay. Das lag nur... Was war das? Was war das, Leute? Der ist ja ganz andere Modus gerade, ne? Ist da oben irgendwas? Ich guck mir das nochmal an. Das Spiel ist anders dieses Mal. Ich weiß nicht, vielleicht passiert jetzt was. Normalerweise war das hier immer zu dann. Wir konnten hier nur ein einziges Mal rein. Jetzt aber wieder. Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Kann ich euch nicht sagen. Komisch. Okay. Nichts Neues bisher. So, nehmen wir das Baby mal mit. Und bringe es erstmal ins Bett. Das mit dem Fernseher war tatsächlich jetzt gerade ein bisschen komisch. Ich glaube, wir haben unten auch so einen Fernseher. Hier ist keiner von sowas, ne? Nee. Ich guck nochmal ganz kurz. Also unten, ja, wir haben so einen ähnlichen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Tür jetzt offen ist und ich hier von nichts eine Ahnung habe, so. Was war das? Okay. Das sieht alles ganz gut aus. Hm. Wo ist der Kochlöffel? Hier wieder drin? Okay, das Spiel hat sich tatsächlich komplett zurückgesetzt. Ich glaube, mit dem Kochlöffel, ich bin ehrlich, können wir gar nicht so viel machen, oder? Ja doch, wir können ein paar Sachen zerstören. Das ist ganz cool, aber das war's auch. Gut. Wir nehmen den mit. Das Baby soll mit Kochlöffel pennen, würde ich sagen. Bis dann, Katzenfan. Danke, dass du da warst. Kuss, Kuss.
Wir nehmen das Geschichtsbuch und setzen uns mal hin. When the rabbit came. Wir sehen hier, der Prinz hat jetzt das Kaninchen zu Besuch. Hallo, ich will ins Buch reinschauen. Was soll das? Hackt's bei dir noch oder was? Ich glaube, du hast ihm alle Latten am Zaun. Machst das nochmal, kriegst du mit dem Kochlöffel. Schlimm. Sag mal, ich lese da jetzt. Was soll das? Ich brauche den Löffel jetzt. So. Was geht denn jetzt hier? Digga, wie viele Spielzeuge sind denn jetzt hier? Lass mal gucken. Wir haben einen Zug. Also die Gummiente... Digga, also die Gummiente ist ja jetzt gerade echt komplett lost. So, der Zug fährt halt. Na? Was soll ich dazu sagen? Hier hat jemand Geld fallen gelassen. Dankeschön an Gaming Leon für 2 Euro. Wir haben Springball. Ja, wie cool ist denn das Ding? Pass mal auf. Ich glaube, ich halte das Ding auf, ne? Ey, okay, Digga, das muss ich schon sagen. Ist ein cooles Teil. Wir haben auch sogar ein Frisbee jetzt hier. Und wahrscheinlich auch einen Flieger, den wir fliegen lassen können. Nice. Okay, genauso im echten Leben wenigstens. Das Auto fährt komplett die Treppe runter. Auch nicht schlecht. Wir können sogar eine kleine Rampe bauen oder was. Mit dem Auto jetzt hier. Wie dumm wäre das denn, Mann? Vielleicht geht das. Ich hole mir nochmal kurz ein Zoomi-Auto. Ich frage mich halt nur, warum? Warum haben die das gemacht? Okay, warte mal. Hier so. Wer ist er? Bruder? Chat? Die Puppe habe ich da aber nicht hingeworfen, oder? Chat, ihr guckt jetzt bitte zu. Ich lasse den Doktor hier liegen. Ich habe die da nicht hingetan. Ich weiß nicht, ne? Ob da jetzt, also, sehr merkwürdig gerade. War schon ein bisschen komisch. So, der... Er ist weg! Er bewegt sich! Dem werde ich zeigen. So, Bro. Rein mit dir. Das Ding haben wir erstmal direkt runtergespült. Ich sagte, wie es ist. So. Wir machen weiter mit unserer Babygeschichte. Gummiente? Nee. Ballon. Ja, nice. Wir nehmen den Plüschhasen mit. Den schmeißen wir ihn mal da rein. Warte mal, der hat noch nicht genug Pfeile in seinem Bett. So, jetzt kannst du auf jeden Fall entspannter pennen. Die Pistole schenke ich dir auch. So, worauf ich hinaus wollte eben. Und du machst jetzt nichts. Hier sieht man wieder, dass er in seiner Traumwelt auch den Hasen verfolgt. Und er sieht sehr creepy schon aus, ne? Also das Baby ist irgendwie so ein kleiner Prinz oder so in der in dem Bücherhandlung. Und hier sieht man, dass sogar... der Prinz sich halt verwandelt. Und jetzt guckt euch die Augen genau an und guckt euch das alles an, wie der so ungefähr aussieht. Und gleich gucken wir nochmal die Zeichnung an drüben im Raum. Da sehen wir nämlich ungefähr, wie er so aussieht, wenn er so creepy ist. Okay? Also, wir gehen jetzt einmal straight hier rüber. Und so sieht er dann aus. Das ist so... Also, wisst ihr, wie ich meine? Seine Augen werden dann immer komischer und hier sind seine Haare schon so merkwürdig zerzauselt. Also das kommt alles schon ganz gut hin. Mit dem werden wir es auch zu tun haben, denke ich, in Kapitel 3. Jetzt dann erstmal wieder aufs Sofa, bisschen...
Chat, wer klingelt von euch? Wer ist von euch an der Tür? Chefkoch, Momme, ihre Pizza ist da. Och, Digga. Wenn ihr mir eine Pizza bestellt, ne? Ich raste aus. Eine hübsche Dono. Danke erstmal für die Dono, mein Bester. Vielen Dank. Leon, Kuss geht raus. Ich mach Tür auf. Oh, ein Toasty. Ein Toasty. Der fährt ja immer noch, Mann. Fahr weiter. Nerv nicht. Was bist du eigentlich für ein... Leute, bilde ich mir das ein? Oder ist hier gerade Kaninchenfell auf dem Boden? Oder ich habe diese ganz andere Gänsehaut. Seit wann? Leute, da stimmt irgendwas nicht. Ich pack den Toast hier erstmal auf den Wohnzimmertisch. Allerdings kann ich jetzt nicht in Ruhe fernsehen. Da ist Kaninchenfell auf dem Boden. Was bedeutet das? Es führt ins Zimmer vom Baby. Ich komme nicht rein. Das ist Schafsfell. Oh no. Oh no. Was ist da passiert? Es sieht so aus, als wäre es das Schaf gewesen. Dann chill ich mal auf dem Sofa. Ja, wir sliden rein in die letzte Nacht. Vor dem normalen Chapter. Und das Hasenfell ist weg. Das Erste, was wir machen sollen, erstmal auf dem Sofa chillen. Okay. Machen wir. Das hat sich wohl dann direkt wieder erledigt. Kannst du mal die Schnauze halten? Ich hab jetzt keinen Bock. Ey, Mann, ich hab selber einen Scheißtag. Mein PC ist kaputt gegangen. Ich muss noch einen Livestream machen. Mein ganzes Equipment funktioniert nicht. Und jetzt weinst du hier auch noch, weil du denkst, du musst hier mal Kacki machen oder was? Ich muss auch jeden Tag auf Klo. Und trotzdem... Ach Mann, ja. Halt die Klappe jetzt. Ich geh runter. Ich geb dir auch dein Spielzeug, wenn du willst, okay? Gut. So. Vielleicht ein Käsetoast, Leute. Ihr kennt ja das Spiel. Vielleicht ein Käsetoast. Also, Chat. Ich pack da mal ein Brot drauf. Was brauchen wir alles? Sagt mal, was wir alles brauchen. Wir haben hier ein Sandwich und natürlich brauchen wir auf jeden Fall... Ah, ja. Ja, Kybra. Hm, ja, Käse, Digga. Sehe ich genauso. Was brauchen wir noch, Leute? Alles, G-Clan. Ich mach mal Tomaten drauf, ne? Also irgendwie sieht es jetzt schon mal nicht schlecht aus. Aber ich glaube, da fehlt ein bisschen Käse. So, Leute, was machen wir jetzt? Salami, Simon? Ja. Machen wir. Das ist Schinken, ne? Geht auch, Bruder? Geht auch Schinken? Okay. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Käse. Was muss noch so auf so ein Sandwich? Oder wenn ich mir das so anschaue... Also, ich glaube, da ist auch zu wenig Käse drauf. Was sagt der Chat? Käse. Wie heißt mein Kanal? Kesome. Genau. Wie viele Abonnenten habe ich? 204 und Käse. Perfekt. Welches Chapter kommt jetzt Baby Nello raus? Chapter Käse? Ah, ja. Mhm. Aber irgendwie, also jetzt sieht das ein bisschen einseitig aus, Leute. Ich glaube, da fehlt... Matteo Mo schreibt Käse. Ja, sehr gut. Aber jetzt, Leute, muss doch mal wieder was anderes kommen. Was anderes? Käse? Ja, na klar. So. Auf das Sandwich müssten wir jetzt eigentlich ja ein Brot draufpacken. Aber ich sehe mich da eher noch so im Käse. Fleisch? Fleisch, Claudia? Ja, warte mal. Ich nehme eine Scheibe... Ja, weißt du was? Ich nehme... Du willst Fleisch essen?
Da packt ihr dann ein rohes Ei rauf. Weißt du? Und dann, ich mach dir zwei rauf. So. Was wollen wir noch? Denno, wie geht's? Ja, also mir geht's Käse. Ich bin 27 Käse alt. Gurke? Okay, wir nehmen eine Gurke mit. Extra für dich, Alicia. Ist das okay? Aber ich finde, da fehlt noch ein bisschen Käse. Und alles in allem, also wenn man sich das jetzt mal anguckt, auch die Verteilung vom Essen und so, es fehlt definitiv Käse. Meine Mutter hat zum Muttertag von mir Käse bekommen. Ein Käsestrauß. Noch eine Scheibe Käse? Genug Füllung. Ja, aber was wäre denn mit Käse jetzt? Das war's? Moment. Nicht so, mein Bester. Das ist jetzt einfach da reingefallen. Na gut, ich mach mal Brot drauf. Leute, was meint ihr? Ist das ein Sandwich nach eurem Geschmack? So? Uff. Der Käse brennt an. Der Käse brennt! Oh Gott! Oh nein. Ich wusste, wir hätten diese eine Käsescheibe noch raufpacken müssen. Verdammt. Leute, wisst ihr, wo der Fehler war auch? Was war wohl der Fehler? Nicht der Sandwichmaker. Was war wohl der Fehler? Es war zu wenig Käse drauf. Ja. Ja, da fehlte Käse. Oh, Junge. Was ist, wenn ich jetzt einmal nach Hause gehe? Tschüss, 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 tschüss. Da ist ein Paket vor der Tür. Kann ich nicht mitnehmen. Ja, gut. Wollen wir mal einfach, weißt du? Kann ich das hier wenigstens aufräumen? Habt ihr das gehört? Wo kam das her? Irgendein Baby hat hier gelacht gerade, als ich in den Kühlschrank gegangen bin. Ich bin wieder im Gefrierding, ne? In dem Kühlschrank. Der war mal so ein richtig nerviger Schneemann. Das war total bescheuert. Ist hier nicht auch irgendwo noch eine Puppe? Hier ist... Junge. Hier liegen noch alte Nudeln, Alter. Machen wir mal die Tür auf. Können wir jetzt weg? Ich kann einfach nicht weg, Leute. Nee. Der wartet jetzt mal. Hier ist ein Müllbeutel davor. Ja, ich habe ja deine Flasche. Komm schon. Nimm mal. Und jetzt gehen wir dich mal wickeln. Na, mein Bester? Komm schon. Ja, einmal rauf da. Sehr schön. Und ich nehme dir die Windel. Oder da werde ich mich nie dran gewöhnen. Was ist denn das jetzt? Guck nicht so dumm. Aua. Ah, das tut weh. Wir müssen das Notglas zerbrechen. Leute, das ist in Chapter 3 tatsächlich auch dieses Notglas, was wir wieder zerbrechen müssen, wenn er komplett am Flippen ist. Digga, chill mal dein Leben, Alter. Da muss er aber ganz dringend los. So, und er kriegt jetzt von mir erstmal den Beruhigungsschnuller. Und checkt das Symbol auch da drauf, ne? Ganz wichtig! Amen de Padre de Sanctum! Weg! Jetzt treibe ich den Teufel aus! Schlimm. Der schläft jetzt, Leute. Scheiß die Wand, dann ab in den Ofen mit dir. Das war's. Du gehst da rein mit Kochlöffel auch. Leute, Silber, ganz wichtig. Junge, was pennt der noch? Was ist das? Da ist eine Figur drin. Schachfigur. Ist da, glaube ich, durch Zufall reingeflogen. Ich zieh dich einmal durch die ganzen Teller. Wacht er auch noch wieder auf? Wacht er noch auf?
Was ist denn das hier? Was hast du mit dem Klo gemacht? Wer hat das Klo vollgeschissen? War das das Baby oder wart ihr das, Chat? Bro, was geht denn hier ab? Okay. Das Klo sieht nur... Ich was. Das Baby. Einige sagen das Baby. Ey, ich glaub dir, Ghost. Ich glaub dir. Ich glaub dir nicht. Was geht denn hier ab? Moin. Ich soll hier, glaube ich, eine Kindergeschichte vorlesen. So. Setz dich hin! Ich habe gesagt, hinsetzen! Da kannst du mich so dumm und so blöd angucken, wie du willst. Ich gebe dir dein Schaf, aber du hältst jetzt die Schnauze. Gut. Ich setze mich hin. Guck dir das Schaf an. Das Schaf auf dem Buch ist selber nicht mal glücklich. Okay, ich habe nichts gesagt. Der ganze Palast war kalt, ne? Der ganze Palast. Irgendwie anscheinend ist er in dem Palast drin. Bedenkt, Leute, dieses Symbol war auch auf dem Schnuller, was das Baby erstmal zur Ruhe gebracht hat. Dieser Doktor hier, der hat uns die ganze Zeit verfolgt im Haus, ist auch dabei. Dann kommt der Typ und will das Schaf halt essen. Und das Schaf hat seine Milch da irgendwie in der Hand. Ganz komisch. Und hier sind tatsächlich noch mehr Milchflaschen. Also ganz viele Milchflaschen. Überall. Na, wenn man jetzt mal genauer hinguckt. Die sind hier überall irgendwie. Und hier sieht man, wie er schon den Mund öffnet und das Schaf da reingeht in seine Traumwelt. Und ich glaube, das Gleiche macht das Baby jetzt mit uns. Oder ägyptischer Gottmusik. Rein. Good night. Gute Nacht. Danke auch. Vielen Dank. Ich glaube, das war's jetzt halt nicht, ne? Ich glaube, das war's jetzt nicht. Genau. Jetzt haben wir noch einen Secret Ending Spoiler, denn ich glaube, Leute, es ist jetzt entweder der Babysitter oder die Mama, die ich jetzt spiele. Also, irgendeiner ist jetzt dead gewesen, so, der wurde reingezogen, also ich, der Babysitter. Jetzt aber haben wir eine Person, die hier aufkreuzt und ihr hört schon, ne? Fahrstuhl im Eimer. Wohnung sieht aus wie im Hartz-IV-Block, also da muss ich ja ganz dringend los. Was ist hier denn passiert? Sah alles vorher mal richtig clean aus. Und jetzt komme ich hier nach Hause und da ist die ganze Bude kaputt. Was ist denn hier los? Geh nicht hoch, steht da sogar. Hört ihr das? Junge, was ist hier passiert? Hinweise irgendwo? Hinweise, Klobrille? Lässt sich spülen. 1A. Eine Windel liegt da auch noch. Wir haben den Kochlöffel. Ich bewaffne mich. Nehmen den Kochlöffel mit. Haben wir irgendetwas zum Arbeiten hier? Nein. Gar nichts. Ich muss den Kochlöffel mitnehmen. Für alle Fälle. Was ist das? Okay. Wir gehen mal hoch. Digga, was geht denn hier ab, Mann? Hab ich mich gerade erschrocken? Alter, was läuft denn hier jetzt? Beim heiligen Peter. Hallo, mach mal die Tür auf hier. Bro,
Okay. Hier geht ja die absolute Transformation vor sich. Wo kommen die Augen her? Wo kommen diese Augen her? Da sind jetzt auch Augen. Was sind das denn für Augen immer? Die sind ja in jeder Ecke jetzt. Yo. Selbst im Kühlschrank. Kann mir irgendjemand erklären, warum das so sein könnte? Sogar hier drin. Sie kommt aus Doors. Wer ist er jetzt? Das ist einfach das Überauge, ne? Das sieht anders aus als die anderen, egal. Ich würde da mal den Aufzug rufen, so. Das Auge kommt mir hinterher, okay. Interessant. Ich kann das Auge nehmen. Chat, soll ich's machen? Ich kann das Auge mitnehmen. Kopf gesenkt, die gedrehten Hörner stolz. Ein klagender Schrei schrill und laut. Blindlings hinein ins neblige Karkosa. Was auch immer das zu bedeuten hat. Okay. Wenigstens müssen wir jetzt nicht so viel von vorne machen. Ich kann das Ding jetzt hier irgendwie nicht backsetten. Das heißt, wir müssen jetzt einmal fix nach oben. Okay. Dass wir hier nicht mehr rein können. Ey. Einfach verrückt. Bin wieder da. Oh mein Gott, was war das? Ich kann es dir nicht sagen. Aber da passiert halt irgendwas, ne? Chapter 3 wird nächste Woche sehr heftig. Ich hab sehr Bock. So. Jetzt sind wir bei Pigments Wahnsinn. Gibt es hier irgendwie schon... Kann man hier was... Okay, nee. Wir können hier wahrscheinlich noch ein paar Sachen einsammeln. Rein. Du bist der beste YouTuber der Welt. Dankeschön. Kuss, Kuss an Erdi. Moin, was geht denn hier? Hey, mach mal den Fahrstuhl langsamer. Kollege, chillig bitte. Denk dran, ich bin jetzt nicht mehr länger der Babysitter, der eigentlich hier drin war. Ich bin jetzt eine andere Person. Die Mutter, der Vater, man weiß es nicht. Mal sehen, ob die jetzt hier... Okay, die Zahl da hinten ist anders, Leute. Ich bin mir sicher, dass das hier vorher nicht so da stand. Ich glaube, es gibt hier ein neues Design. Ich gehe mal in die Wohnung rein und guck mich hier mal genau um. Es sieht so aus, als wäre die überarbeitet worden. Chat, das bilde ich mir nicht ein, oder? Die Wohnung ist anders. Anderes Design, Preise besser Newcomer. Ich bin der Meinung, die sah mal anders aus. Interessant. Ja, also das Baby denkt, ich fange das jetzt, ne? Aber mach ich halt nicht. Halt die Klappe da hinten, du kannst mit deinem Schlüssel so viel spielen, wie du willst. Ich mach das jetzt hier und dann wird gleich Klavier gespielt. Aber erstmal muss ich gucken, ob es hier noch neue kleine Secrets gibt. Nee, bisher erstmal nicht. Achso, da macht er erstmal nichts. Wir spielen Klavier eine Runde. Musik.
Mein PC ist kaputt. Und weg. Geheimknopf, rein in die Wand. Die Wand bisher alles entspannt. Wurde Grafiker geupdatet? Ja, also es sieht so aus, als hätten die neue Models gemacht, ne? Ja, definitiv. Das sieht man schon hier. Das Game, Leute. Das ist so schön, gerade zu zocken, Mann. Hier kommt jetzt Vorsicht, genau. Ich spiel mal das Lied. Hör die Musik weiter. Hör auf zu heulen. Ich spiele sie dir nochmal ab. Ja, perfekt. So, wir haben hier eine Pizza mit einer Socke drauf. Wer will von euch eine Pizza? Ich habe hier noch 4 Stück liegen. Eins in Chat, wer jetzt Bock auf Pizza hat. Ich sag mal so, ne? Ist die Salami von Mario. Die Salami von Mario. Ich mach mal diese Tür zu. Wir zocken einfach mal ganz entspannt rein. So viele jetzt Bock auf eine Pizza. Boah, ich habe eben fetten Döner gegessen, ne? Ich bin ehrlich. Jetzt bin ich der, der den Döner gegessen hat. Ihr Loser. Immer die Leute. Ey, ich schwör's euch, ne? Die, wie die mich triggern und dann sagen, ja, Mann, ich zieh mir heute einen fetten Döner rein, Brudi. Und ich immer, auch nee. Aber heute bin ich der. So, wir sind jetzt im 100% safe neu. Das war vorher auch nicht, Chat. Das hier war vorher auch nicht. Tatsächlich wurde das Spiel geupdatet mit einigen Kleinigkeiten. Höchst interessant auf jeden Fall. Lass das los, Mann. 4317. Ich weiß direkt Bescheid. Ich hab dir gesagt, du stresst mich heute nicht. Du hast mir schon den Schlüssel weggenommen. Jetzt kannst du dich auch mal verpissen, Alter. Kann ich das Schloss da noch vorpacken? Hier hast du noch eine Batterie zum Spielen. Und noch eine blaue vielleicht, Kollege. Kriegst du auch noch. Ja, nimm die blaue Batterie. So. Das Ding ist geklärt, denke ich. Da oben, ah ja. Schwarz-Weiß. Das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Okay. Einfach Schwarz-Weiß-Game. Komplett anders. Vom Feeling her. Na, aber natürlich nicht das Spiel. So. Ich mach mal... Ja, wobei, welche ist kaputt gegangen? Der blaue. Nehmen wir den mal mit. Jetzt den blauen Sicherungskasten nochmal auswechseln. Perfekt. Aufzugstatus optimal. Na denn, mach ich das Ding mal jetzt. Lass mal wieder alles so wie vorher. Kann ich da auch noch mit rein? Bitte? Kann ich da noch mit rein? Ich versteck mich im Spind. Oder so. Irgendwo. Hier, mach die Tür zu. Ich bin im Spind drinne. Oh nein. Oh nein, Chat. Oh nein. Ich hab Mist gebaut. Ich hab Mist gebaut. Ich hätte da nicht reingedurft. Ich finde immer neue Wege, dieses Spiel kaputt zu machen. Ich hab nicht mal Mods. Ich hab nicht mal Mods. Ich wollte mich doch nur im Spinn verstecken. Leute, kommt schon. Dann machen wir das Ding jetzt aber mal ganz schnell, ne? Ja, das passiert, das passiert.
Wer freut sich auf The Baby in Yellow? Wer ist nächste Woche Montag mit dabei? Bin ich zu spät gekommen? Nö, du kannst den Stream auch eigentlich sonst immer nachgucken. Geh mal. Sei denn nächste Woche... Ja, Mann, nächste Woche wird, glaube ich, sehr heftig, Leute. Ich habe sehr Bock. Okay. Ist natürlich blöd, dass wir jetzt das ganze Chapter wegen diesem Müll eben gerade nochmal spielen müssen. Aber ja, ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken, dass wir das Ding hier relativ schnell einfangen. Also wenn ich dabei ist nächste Woche, da bin ich enttäuscht. Weil The Baby in Yellow ist der Grund, warum mich sehr viele Menschen abonniert haben. Und ich möchte natürlich zeigen, was das nächste Chapter für uns bereithält. Also ich glaube, es wird sehr, sehr cool. Ob ich bis dahin einen neuen PC habe, ey, weiß ich tatsächlich aber auch nicht. Ich habe dir auf WhatsApp geschrieben. Da bin ich momentan nicht mehr so aktiv, Bro. Wie gesagt, immer viel zu tun und vor allem dann, wenn der PC kaputt geht. Wie viel Uhr ist der? Boah, ich müsste mal mit den Entwicklern sprechen, wann die mir das Game schicken, aber ich denke mal so 16 bis 18 Uhr. Also es könnte tatsächlich auch ganz gut sein, dass es nicht 16, sondern wirklich eher 18 Uhr wird. Aber wir sind natürlich auf Montag am Start. Ich gehe davon aus, dass der Stream 2 bis 3 Stunden dauert, ne? Ja. So. Platte abspielen, Schlüssel grabben und dann sind wir auch schon wieder relativ nah dran. Wie viele Zuschauer erwartest du, Denno? Also bei The Baby Yellow würde es mich wundern. Also es kommt darauf an, wie gut das ausgearbeitet wird vom Footage und so. Das heißt, was für coole Bilder ich bekomme und so weiter. Aber ich denke, wenn alles einigermaßen passt, 2.000 bis 3.000 werden das schon werden. Bestimmt. Weil ich mache natürlich auch viel Werbung. Und wie ich ja schon gesagt habe, viele alte Hasen kennen das Game. So, weil ich das damals so ein bisschen auch in Deutschland bekannt gemacht habe. Und dann ist natürlich klar, dass die dann auch wieder backkommen und sagen, ey Mann, endlich wieder The Baby in Yellow bei Denno. Und viele kennen das Game halt auch schon von Grund auf an, ne? Von sehr, sehr früh. Und das Baby hier. Hier. Verpiss dich da rein und nimm die Sicherung mit. So. Muss man auch mal Stress machen. Gut, dann wollen wir mal. Kann ich, bist du sauer? Ja gut. Guckt euch das an, ne? Die Transformation, Alter. Uncool, uncool, uncool. Der verdammte Schlüssel! Ich bin Profi, Junge! Oh, Scheiße! Ich bin so tot. Ich bin so tot. Mach die Tür auf! Lass mich! Oh! Junge! Wie nah ist das Ding, Alter? Puh! Yo! Ich hab den Schlüssel nicht wiedergefunden. War kurz, knapp. War nicht knapp, war locker. Ich hatte gar keine Angst. Gar keine. So. Das hier ist auch interessant. Bisher habe ich jetzt aber noch kein Improvement gesehen. Bis auf das hier. Auch das wurde leicht abgeändert. Wir haben den Eingang besser hingekriegt. Ich muss schon sagen, man merkt auch, dass die alten Games sozusagen noch so ein bisschen updaten. Warte mal, was ist das hier? Da unten kann man nichts aufmachen, ne? Der Kochlevel ist ja nicht. Nee, hier ist er nicht bei. Ob der Kochlevel eine Bedeutung hat? Dennoch magst du Bubble Tea. Ich habe direkt einen Laden gegenüber, aber ich gehe da tatsächlich gar nicht so oft hin. Also es geht. Ich finde das so ultra lustig, mit dem Bubble Tea immer ein bisschen Mist zu machen, aber da gehe ich nicht weiter drauf ein. Sonst kommt ihr auf dumme Ideen. Also, wir sollen den Jungen ins Bett bringen. Nö.
Nö. Hör auf zu heulen. Ich hab gesagt, nein! Warum ist jetzt eine Tür? So, verpiss dich da hinten. Tschüss. Nee, ich helf dir mal. Ich helf dir! Schön gegen die Wand. Wir gehen einfach weiter. Nichts angucken hier, nichts angucken. Bro, also ich bitte dich. Digga, wie viel Fernseher willst du gucken? Immer die Leute abends. So, wenn ich abends penne, wie viele Fernseher, Handy, alles. Laptop, alles an. Junge, stell mal den Fernseher ein bisschen leiser. Das hier ist zu lustig. Hallo? Na, du? Leute, wer hat dem Baby einen Fernseher auf den Kopf gesetzt? Wer war das? Woher? Momme, du kannst doch nicht einen Fernseher auf dieses Baby darauf packen. Das ist nicht okay. Kannst du nicht. Diara auch? Linda? Lindo auch? Weiß ich nicht. Finde ich nicht so gut, ne? So. Er ist, glaube ich, jetzt ein bisschen tilt. Irgendwo. Diese Tür. Schlafenszeit. 020. Das war ganz schön laut, ey, muss ich ehrlich sagen. Es wurde hier auf jeden Fall ein bisschen was farblich gemacht. Hallo? Kannst du meinen Kanal abonnieren? Bitte? Ich will ein Abo. Und okay, abonnier doch nicht. Lass lieber, mach nicht. Aber was ich mache, weiß ich jetzt ganz genau. Ich werfe das Baby hoch. Schleuder's auf den Boden. Schleuder's nochmal gegens Bett. Und dann weg mit dir. Was ist dein Lieblingsgame? Garden of Banman derzeit. Und da plane ich auch ein großes Projekt zu. Wisst ihr vielleicht. Ich bin dabei, meine eigenen Chapter zu machen. Und wer, Digga, der Doktor ist schon wieder da, Leute. Sand. Jetzt ist er ein bisschen durchziehen. Wir hätten mal zugemacht. Hier unten ist noch eine Seele, die wir befreit haben. Wir können jetzt Spielzeug mitnehmen. Aber das bringt nichts, ne? Verdammtes Baby. Der Doktor und das Baby gucken mich halt an, irgendwie so mäßig. Und jetzt muss ich gerade ein bisschen durch. Boah, ich kann hier runterfallen. Tatsächlich. Oh, wie schnell ist der? Wie schnell ist der? Das Baby sieht irgendwie ein bisschen traurig aus. Okay, wir sind raus. Waren wir jetzt der Babysitter oder was waren wir? Weiß man nicht. Kommt jetzt noch was? Haben die noch irgendwas gemacht? Ist ein Fernsehen so. Die schwarze Katze nähert sich. Leute, neue Bereiche, Rätsel, Outfits und Story. Was soll ich sagen? Außer, dass wir Montag ziemlich viel erwarten können. Also wir haben jetzt hier nochmal auf chillig nochmal gezockt. Also ich habe das ein oder andere auch gesehen, was hier tatsächlich auch neu war, beziehungsweise was sie nochmal angepasst haben. Aber Digga, ich kann aber dieses Game nicht schließen. Egal.
Leute, das war's dann auch. Erstmal mit Baby in Yellow. Wir wollten heute nochmal reingucken, der Sneak Peek, den habt ihr auch am Anfang gesehen. Ansonsten gerne nochmal den Stream von vorne gucken. Gerade die ersten 10 Minuten waren dafür wichtig. Ich werde jetzt noch kurz ein paar Fragen beantworten und dann geht's raus. Was ist dein Lieblingsobst? Schreibt Soki und da kann ich halt sagen, dass eigentlich Melone ist. Eigentlich Melone. Wann ist der Livestream? Am Montag 16 Uhr, also am 22. nächste Woche Montag. Moin Screech, eigentlich könnte man wieder Doors machen, ne? Bobby Gaming, was geht ab, Brudi? Wie geht's deinem Ohr? Alles bestens, das war beim Ohrenarzt am Dienstag, gestern also, und der meinte alles top. Mein Lieblings-YouTuber, nur mit Musa fragt. Boah, mein Lieblings-YouTuber, Digga. Ich würde sagen, ich habe aktuell keinen mehr. Habe ich nicht mehr. Dennoch, was ist dein Lieblingsessen? Döner, Digga, absolut. Und geschnetzeltes, also mit Reis. Cam wird weiß, wenn du die Hände hoch machst. Lass mich einmal sehen. Ja, das ist, wenn ich hier hinten wahrscheinlich chill oder so, dann, das ist normal. Also, das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Kennst du Friday Night Funkin'? Bruder, also, ja, ich habe das so selber schon gezockt. Hab noch nie Döner gegessen, Bobby. Das ist doch, also, Bobby, lügst du mich gerade an, Bro? Bin ein Junge, der Account ist von meiner Mutter. Das ist doch in Ordnung. Bobby Playtime Chapter 3 Trailer. Ach, den gibt's eh nicht, Mann. Eh nicht. Digga, ich guck jetzt. Ich guck jetzt. Völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Da ist kein Chapter 3 Trailer. Das wüsste ich auch. Hier ist nichts, Freunde. Ich weiß nicht, wo ihr diese Infos immer herholt. Nein. Deine Lieblingsfarben 1, 2, 3. Gelb. Was ist deine Favorite Farbe? Ja, gelb, denke ich. Gelb, so würde ich sagen. Gelb oder grün. Was ist besser, Garten of Batman 2 oder 3? 3 definitiv. Mein Lieblingssport ist Fußball, ganz klar. Poker finde ich aber... Na gut, Poker ist kein Sport. Das ist eher so ein Glücksspiel, sag ich mal. Ja, was noch so? Vielleicht Daten, würde ich sagen. Hallo Danny, ich grüße Sakura. Sie hat heute Geburtstag. Sakura, alles Gute zum Geburtstag. Auch hier von Carola, ja. Jumbo Joss, Danny, Fußball oder Basketball? Fußball, Digga. René Schramm fragt, wie alt ich bin, 27. Lieblingsfach in der Schule war Mathe. Gut. Lieblingsspiel habe ich schon beantwortet. Wann kommt die Wolkendecke wieder dran? Keine Ahnung. Das ist hier ein Chaos. Jetzt ist auch wirklich alles in meinem Studio kaputt, was kaputt ist. Ich bin froh, dass mein Laptop noch geht. Was soll ich sagen? Wann isst du immer zum Frühstück? Zwischen 9 und 12, kann man sagen. Also ich stehe immer erst so Richtung 9 auf. Manchmal bin ich früher wach, aber erst um 9 bin ich dann hoch. Was eigentlich mit dem Wolkendeckenstream passiert? Die Wolkendecke ist kaputt gegangen. Mein PC ist kaputt gegangen. Also ich habe immer sehr viel Glück mit meinem Studio, Freunde. Immer sehr viel Glück. Da meine ich absolut nicht. Wann ist Hasu Wassis Playground? Chefkoch, wir werden es wahrscheinlich nicht zocken. Ich werde den Stream wahrscheinlich ummodeln. Wir werden aus dem Stream den The Baby in Yellow Stream machen, denke ich. Kennst du Splatoon? Ja, kenne ich. Ich hasse Lego, weil es tut den Füßen weh. Digga, einfach nicht drauftreten. Einfach mal wegräumen, Brudi. Leute, ich bin für heute raus. Ich fühle mich momentan auch jetzt nicht ganz so fit. Wir können gerne nochmal in Roblox reinschauen. Das haben wir auf jeden Fall lange nicht gemacht. Bin ich auf jeden Fall noch down für. Und wir können mal gucken, was da so geht, ne? Also, so in die Gruppe. 13.000 mit, Digga, machen wir heute aber nochmal ganz kurz ein paar Robux, klar. 55k. Ey, Leute, wir haben fast 59.000 Robux. Komm, wir hauen mal ein bisschen machen was in die Community. Haut mal ein paar Namen raus. Ich guck mir 10 schnell an. Wir machen nochmal 10. Ich verlos mal 10. 10 mal Robux, okay? Haut mal gerne raus. Für die Leute, die jetzt hier noch den Late Bird machen. Und wir haben hier Mimi 0088. Was ist er hier? Chiletta. Auch sehr cool. Wir gucken mal weiter. Wen haben wir noch? Mohammed 23213. Der war tatsächlich auch schon mal dran. Wir machen nochmal Connor. Und die letzten drei. Die letzten drei, also wir machen 13 Stück, weil wir 13.000 Mitglieder haben, verlose ich 1.300. Die letzten drei machen wir nur Mitglieder, damit die Mitglieder auch mal was davon haben. Okay, also ich check jetzt erstmal Profile aus.
Wir gucken mal rein. Luftig. Digga, Ban-Ban-Maske, Zolfius-Hose einfach. Okay, crazy. Also, sehr bunter Charakter. Ich sag mal, der ist in Ordnung, ne? Jetzt nichts Besonderes so. Halt nur viele, viele Parts zusammengebastelt. Da machen wir. Oh, er hatte Denno-Pullover, Digga. Ganz wichtig, habe ich voll vergessen. 125 für dich, mein Bester. Mimi, was ist das? Junge, I like to play DOS because it's cool and I like to watch Think Noodles. Aha, Mimi. So ein Ding ist das. Da bin ich aber jetzt tief getroffen. Tief getroffen, dass ich hier nicht auftauche. Ey, da mache ich aber nur 75 dieses Mal, ne? Mimi, sag dir, wie es ist. Aber immerhin bekommst du was. Ein Haus, adopt me. Also, völlig lost, das Profil. Auch hier der Sieg mit der Maske von Ego Plino drüber gelegt. Aber der Pullover ist da. Ich sag mal so, Violetta, überarbeite deinen Charakter nochmal. Bitte. Okay? Dann sieht er krass aus. Und dafür gebe ich dir 100 Robux mit, damit ich dir da auch helfen kann. Also, den musst du noch mal ein bisschen cleaner machen. Ne? Das sieht hier nicht so clean aus mit dem Pullover und so. Lassen wir mal lieber. Was haben wir noch? Mohammed. Der hat hier irgendwas reingeschrieben, was nicht erlaubt ist. Man kennt ihn. Profil wird nicht geladen. Also, Bro, ich hoffe mal, das wird's jetzt. Ansonsten schwierig. Ah, okay. In 3D kriegen wir ihn jetzt auch. Ja, ist eigentlich stabil, Digga. Man sieht sein Gesicht nicht so ganz, aber ist eigentlich vom Ding ja schon stabil. Nehmen wir mit. Leute, lasst mal ein Like da nochmal, ne? Lasst Like für diese Aktion da auf den Stream. Mehr müsst ihr nicht machen. Ihr könnt eh jetzt gerade keine Accounts reinschreiben. Macht es gleich erst wieder. Mohammed, Honey für dich, mein Bester. Honey, weil du auch Pullover hast. Connor, hatte ich den schon mal, den Gauner? Den hatte ich doch schon mal, ne? Connor, komm. Wir machen so. Ich hau die jetzt raus. Drei Mitglieder jetzt in den Mitglied-Chat. Ihr könnt kurz nicht reinschreiben, Freunde. Wir machen jetzt gerade nur Mitglieder-Chat. Drei Mitglieder werden jetzt rausgelost. Und da machen wir gleich nochmal fünf, aber alle. Okay? Also einmal kurz die Mitglieder. Denno, hab 0 Robux. Peter, dann sag ich dir eins, Digga. Schreib deinen Namen schnell rein und dann können wir das mal ändern. Okay? Peter, beeil dich aber auch. Ich mag das überhaupt nicht, wenn einer hier einen vorheult. Jo, schreib rein jetzt. Peter, ich sehe es nicht, ne? Hauptsache, er beschwert sich, aber kommt nichts jetzt. Keine Nachricht von ihm, hat nichts gesehen. Okay, ich guck. Also, wir nehmen als erstes Lunolcon. Mhm. Peter, da ist er. Da ist er. Liana Noah. Oh, Junge. Liana Noah 2012-03. Der Name ist falsch. Der Name ist falsch, Peter. Ich rast gleich aus, Jung. Ich rast gleich aus, Peter! Mach jetzt! Okay, wen nehmen wir noch? Wir haben hier... Warte mal, wer ist das? Finlay, der Blender. Finlay? Du warst doch schon mal. Ach, weißt du was? Mitglieder machen wir auch mal 5. Auf schnelle Basis. So. Freezy Dragon 12. Mhm. Dann haben wir. Herzlich willkommen. In der Familie. LOL Adina Nutella Toast. Du bist zu neu in der Gruppe, obwohl du Mitglied bist. Sehr schade. Pain 71. Chefkoch. Let's go. Ich hasse Roblox. Peter, Junge. Peter, schreib mal deinen Namen jetzt, deinen Account-Namen hier rein. Peter, Brudi. Dich nehmen wir gleich nochmal oben drauf, wenn das jetzt, mal klappt, ne? Da musst du aber, ich sag dir eins, Bro. Da musst du aber auch aufhören, hier rumzuheulen im Chat, wenn du zu dämlich bist, mir deinen Account-Namen zu schicken. Also, beschwer dich mal lieber vorher nicht, sondern dann beweg mal deinen Arsch und mach mal. Anstatt dich hier bei mir im Chat aufzuregen, weißt du? Weil dann komme ich zu dir und sag, ey, komm. Und jetzt geht's nicht, oder was? Also, schlimm. Hauptsache, sich immer beschweren. Weißt du, ich meine, das finde ich nicht so gut, Digga. Muss ich auch ehrlich sagen. Du hast noch Zeit, ne? Bis ich hier gleich fertig bin. So, dann nehmen wir noch mal Rio Cyber mit und gucken uns mal die Accounts an. Caro ist sogar in der Gruppe auf entspannt. Connor war vorhin dran.
So, Lunol konnte ich mal Kekse, Salami und mein Babe. Mein Baby. Digga, cool. Ey, geil. Okay, aber der Style, Mann, muss ich sagen, der gefällt mir, Alter. Das ist eigentlich schon relativ clean. Also es sieht irgendwie ziemlich cool aus, auch weil der Hintern da hinten so ein bisschen rausgeht. Sieht sehr feminin aus, sagen wir mal so. Ist in Ordnung, also ja. Ist halt Lami, Digga, muss ich halt auch Minus geben, ist klar. Aber ist schon in Ordnung. Was haben wir hier? Content deleted, Digga. Absolut krass. Ach so, Chat, ich mach euch mal wieder in Chat. Ihr könnt jetzt natürlich wieder mitchatten, ist klar. So. Ziemlich groß gewachsen. Der Rucksack auch absolut groß, aber was soll man machen? JTC, du solltest dich vielleicht noch mal ein bisschen umkleiden. Caro, absolut Premium-Charakter, auch mit den Puschen und so auf richtig süß angelehnt. Was soll man sagen? Caro, dir gebe ich auch einmal mal 100 auf entspannte Kralle. Chefkoch, der Typ in Schal und Mütze, der denkt, es ist noch Winter. Mein Pullover, absolut verdeckt, das sehe ich doch so schon. Wo ist mein Pulli hier? Der ist ja gar nicht dabei. Digga, Scam. Der ist ja nicht mal mein Pullover. Ah, Bruder, Chefkoch, ne? Also, weil du in jedem Stream dabei bist, trotzdem 100 für dich. City Hunter. Hallo, ich bin durch mein Kind ein absoluter Roblox- und Denno-Fan geworden. Ich supporte alles von Denno. Digga, das finde ich gut. Ich sag dir, wie es ist. Das finde ich richtig klasse. Ey, cool. Liebe Grüße gehen raus. Und absolut stabil. Da machen wir heute, da machen wir mal den 150er auf Ehrenmann-Basis. Let's go. So, wir machen noch 5 Stück. Also ganz schnell, haut eure Namen rein. Ganz, ganz fix. Wen haben wir hier? Jellen 15. Wer ist das? Johnny 2015O. Wen haben wir hier? Peanut 131213 oder was? Ja. Emma Kampmann. Ah, Peanut. Sorry, Leute. Peanut, du bist zu neu. Ich hatte eben noch ein Energy getrunken und Schluck auf gerade. Es tut mir voll leid. 10 Infinite 02. Mhm. Wen haben wir noch? LOL. Warte mal, was? LOL Roblox-Spieler. Mhm. Gucken wir mal rein. Die letzten 5, Freunde. IDK. Hi, guys. My name is Shadow Catboy. Ja, Bruder. Absoluter Standardskin. IDK. Da musst du aber auch mal was machen, ne? 100 Robux für dich. Da muss jetzt aber auch mal ein bisschen was machen, Digga. Seh mal zu, dass dein Charakter umgestaltet ist. Xavion mit Anzug unterwegs. Was ist das für ein Scheiß hier, Brudi? Was schreibst du hier für Müll rein? Also, lass das mal, ne? So eine Info, Digga, sieht mir schon wieder nach Sassy Script aus in Roblox. Bro, 75 für dich. Ja, das, was ist das hier, Emma? Abonniert Denno, ist der beste YouTuber des ganzen Universums. Wer ihn nicht abonniert, wird von mir nachts besucht. Also abonniert ihn, sonst passiert was. So, mein echter Name ist Joanna und ich bin 15 Jahre alt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke an Johanna, Joanna. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber vielen, vielen Dank. Finde ich mega süß und der Charakter ist auch sehr cool. Machen wir mal 125. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Familie. Infinite, bin immer für euch da. Stabil. Oh, was sehe ich da? Eddie haut 5er Mitgliedschaften raus. Dankeschön, Bro. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön, Eddie. Kuss, mein Bester. Danke. Okay, also sie ist für jeden da. Ihr könnt Emma gerne anschreiben, Leute. Machen wir 100 auf entspannt. Jetzt haben wir noch den letzten. Herzlich willkommen. Hi, Leute. Mein Name ist Adina. Mein Lieblings-YouTuber ist Denno. Ich will, dass ihn alle liken und ein Abo gibt, sonst kommt mein Hamster und frisst euch. Spaß. Trotzdem lasst ein Abo und ein Like da, habt Geschwister, die ich leider nie sehe. Aber es ist okay. Das geht mir tatsächlich auch so und ich kann das verstehen, Adina. Das finde ich sehr süß, was du da geschrieben hast. Ne? Voll cool. Machen wir mal 150 für dich. Dann kannst du dir auch was Vernünftiges holen. Kuss. Schön, dass du da bist. Und Leute, falls ihr noch nicht wisst, wie das hier läuft, es gibt eine Roblox-Gruppe, die heißt Team Denomee. Gebt ihr hier oben einfach ein, macht ihr so Team Denomee und müsst hier einfach nach Gruppen suchen. Dann könnt ihr beitreten und es gibt hier sogar einen Shop, da könnt ihr euch Teile sozusagen kaufen.
Und das hier ist ein Pullover, der hat mal 10.000 Robux gekostet. Der kostet jetzt allerdings 100.000. Das war so ein limitiertes Ding. Und davon gibt es noch ein paar mehr in dem Shop. Wie zum Beispiel auch die hier, die werden früher oder später wahrscheinlich auch nochmal im Preis ein bisschen hochgehen. Das sind so, naja, also signierte Pullover, ne? Also könnt ihr hier zum Beispiel hinten sehen. Ich lasse mir dafür den Merch-Shop auch ein bisschen was einfallen. Hier ist er signiert worden. Da habe ich ein Autogramm gemacht. Und dieser Pullover hier und dieser für 1.500, die sind auch signiert. Also das hier habe ich auch selber gemalt und dann da sozusagen rein übertragen in Roblox, ne? Ja, könnt ihr natürlich gerne mal schauen, ob für euch was dabei ist. Ansonsten, ihr unterstützt mit sowas natürlich immer auch andere Verlosungen. Und ich lese mir auch ab und zu mal hier in der Gruppe so ein bisschen was vor. Außer hier Sophia, Digga, die müssen wir auch direkt mal, da müssen wir mal direkt den Benutzer verbannen, ne? Das sind wieder irgendwelche Dullis, die in der Gruppe Stress machen. Falls ihr mal Bock habt, auch die Gruppe ein bisschen sauber zu halten, sagt mir gerne mal Bescheid. Kann ich euch natürlich auch mal ein paar Mod-Rechte geben für meine Roblox-Gruppe. Könnte ich schon ein paar gebrauchen. Danke, dass ihr heute dabei gewesen seid. Das war's mit The Baby in Yellow. Dickes Küsschen. Und vielleicht zocken wir morgen eine Runde Roblox Stores, denn ich glaube, der Eddie, der wird sich da mal wieder drüber freuen, wenn wir ein bisschen Roblox machen. Stimmt's, mein Bester? Schreib's gerne noch in den Chat. Ich werd's nämlich gleich lesen. Kuss. Bis morgen. Denno out. Hallo, Stream aus.